Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play LS17. Ja, auf der Map Sebasusum, ihr wisst es. Wir sind immer noch auf der Map. So, jetzt müssen wir echt einmal ums Feld rumfahren. Denn ich fahre ungern durch unser Feld durch, wenn da die Frucht wächst. Also wächst, die ist ja schon gewachsen. Wir mähen sie ja gerade ab. Wir dreschen ja gerade. Deswegen müssen wir einmal kurz außen rumfahren. Wow, das war fast hart an der Grenze. Also wir sehen es. Erst nicht einmal ganz rum und schon voll. Ich würde sagen, da kriegen wir jede Menge Weizen raus. Und Feld 48 ja auch voller Weizen. Das ist sehr schön. Dann können wir auch gleich, was wir hier abgetankt haben, gleich die erste Ration. Erstmal müssen wir ihn anders fahren lassen. Gut, das wird jetzt aber eng. Das wird jetzt aber sehr eng. Ah, es passt gerade so. So, okay. Du kannst erstmal hier einmal das. Gut, du fliegst weiter. Du bist auch schon fast fertig mit Flügen, ne? Dann können wir. Wir testen es einfach mal so. Arbeiten. Feld 47. Aktuelle Position. Wir machen mal ein Vorgewende. Vorgewinde scharf, weicher, lassen wir mal. So. Zack. Und. So, er wird jetzt einmal rumfahren und dann wird er da gleich anfangen. Eigentlich müsste das passen. Eigentlich müsste sich das ausgehen. Du fährst da lang. Du fährst hier lang. Du stehst schon hier, das ist auch sehr schön. Dich fahren wir mal schon mal hier rein. So, und mit dem schwerfälligen MB-Truck. So. Oh, diese Gabel hier, ne? Jetzt haben wir uns festgefahren. So, zack. Dieser schwerfällige MB-Truck, ey. So, zack. Rum um die Kurve. Sehr schön. Gehen wir drunter. So. Und. Er ist schon dabei. Er ist schon wieder voll. Ach so. Ja, warte mal. Drescher verwandt. Warten. Im letzten Trigger. Rückwärts gerade. Konnte man das denn einstellen? Sag ich doch, der ist noch gar nicht ganz voll, weil er schon einfach weitergefahren ist. Okay. Dann fahren wir mal kurz hinterher. Auf den Stück werden wir auf jeden Fall nächstes Mal Wiese pflanzen. Dann können wir besser zu unseren drei Feldern immer fahren. Oh, hier hat er ein großes Stück vergessen. So, komm mal her hier. Zack. Dann werden wir mal beim Fahren abtanken. Ah, 11 km passt. Oh, er macht schon wieder Licht an. Es wird, ja, es wird auch schon wieder dunkel, ne? Es geht schon wieder auf die 19 Uhr zu. Würde ich sagen, wenn es ganz dunkel ist, dann spulen wir wieder, weil ich habe keine Lust, hier mehrere Folgen bei Nacht zu spielen. Das ist halt auch nicht schön. In der Dämmerung geht noch. Oh, man sieht den Hintergrund, unsere anderen zwei Traktoren arbeiten. So, das ist voll. Hier können wir mal abfahren.
gibt mir gleich mal die erste Getreide gleich mal rein. Eine Trocknung. So, und einmal rum hier. Sehr schön. Das Feld wäre auch schon wieder so weit, dass man es mähen könnte. Das könnten wir nicht auch fast machen, aber erstmal müssen wir jetzt die Feldarbeit machen. So. Gucken. Es ist aber auch echt eng hier. Weiter auf kriegt man das, glaube ich, auch nicht, oder? Können wir mal probieren. Doch. Sehr schön. So, und wir kippen unser erstes selbstgemachtes Weizen, geerntet, gesät. Und die Trocknung, ja, und ist schon alle, die 8000. Das geht hier ratzfatz. So, ich lasse mal kurz hier stehen. So, ich würde sagen, wir können doch schon mal anfangen zu mähen. So. Ich könnte mir hier was abstellen. G. Und Q. Auch nicht. Dann kann ich das nicht absetzen. Okay. Hier kann ich es nicht absetzen. Na, gucken wir mal hier vorne. Einen kleinen Hoftrecker. Das hängt einfach mal fest. Warum hängt das fest? Ah, hier ist mitten im Weg. Ja, ist okay, lassen wir das mal. So, dann packen wir mal um. So, zack. Da müsste eigentlich genug PS haben, dass wir dann die Wiese mitnehmen können. So. Dass wir die nächsten Heuballen hier reinkriegen. Einmal anheben. Ah, doch, das schafft er. Schafft er, das ist sehr schön. Dann können wir hier gleich anfangen zu nähen. So. Oh, er ist auch schon wieder voll. So. Aufklappen und runter. So, zack. Was machst du denn? Sollst du mit Vorgewende machen und hier nicht reinfahren? Der fängt auf der Seite an. Okay, der macht so schräg. Das ist doch auch nicht gut. Okay. Ich glaube, wir müssen den doch noch mal kurz stoppen. Sonst kommen sie sich doch in die Bredouille. Ich weiß auch nicht, warum der so gerade ist. Machen wir noch mal anders. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. So, anheben. Wir machen es noch mal wie ohne Position. So. Kurs. Zack, 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 zack. Passt. Wir machen Nordwest Richtung Osten und ein Vorgewende. So sieht es auch gleich besser aus. Ersten Wegpunkt kann er anfangen. Genau, dann macht er hier hoch und runter. Und jetzt fährt er erstmal vor den Graben. Der Idiot. Oh. Mist, jetzt kriegen wir es noch nicht hoch, oder? Okay.
Jetzt hat er den Kurs. Du bist voll. Okay. Jetzt ist gut. Jetzt können wir doch so fahren. So. Wir kommen. So. So. Und die dummen Auto. Oh, wir müssen erstmal aber einmal wenden. Zack. Machen wir gleich das nächste von ihnen runter. So, Tempomat ist drin, dann werden wir mal wieder abtanken. Noch 10 km/h, das ist okay. Ist da? Na ja, das passt schon. Aber dass er die Kanten hier nicht gut nimmt, ey, das ist, finde ich, ein bisschen doof. Du machst das hier fein weiter. So, jetzt können wir dich nochmal kurz starten. Du bist schon gesehen. Na gut, dann können wir hier mal die Wiese hoch und runter fahren. Dann könnten wir ja schon. Ja, wir machen noch einmal Heuballen, würde ich sagen. Dann haben wir auch erstmal ein paar genug, wenn wir uns die Schafe kaufen am Hof. Haben wir Heuballen genug. Wir haben dann. Wir haben auch noch die andere Wiese. Ah, dann können wir noch vielleicht sogar noch Heuballen verkaufen oder. Gut, Grasballen nicht. Da können wir doch eher Heuballen uns noch einlagern. Wir werden sehen, was wir damit machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was wir mit den Heuballen am besten anfangen sollen. So, rum hier. Hier dürfen wir nicht ganz so nah ran, weil dann klappt das wieder nicht. Also bauen wir so einen guten Meter weg vom anderen Gelände. Dann passt das auch. So, da ist er schon wieder voll. Was macht der denn da? Ach, jetzt gehen die Bahn hoch und runter, okay. Na, lassen wir ihn mal machen, der macht da schon. Ich bin ein bisschen zu nah rangefahren. So. Oh, das ist aber auch hier am Wackeln, ne? So, und jetzt müssen wir einmal heben. Und dann fahren wir auf der Spur wieder zurück. Dann passt das auch. Ja, unser Hoftraktor, der muss heute ein bisschen mehr arbeiten als uns. Der soll ja am wenigsten Kilometer, total 6 bis 36 Kilometer erst. Das ist nicht viel für unseren Hoftraktor. Durchdrehende Reifen. Oh. Was hast du denn gemacht? So. Mal gucken, ob er es nochmal so vergeigt hier. Ansonsten müssen wir doch 3 Vorgewände machen. Ja, wir gucken uns nochmal an. So, machen wir hier weiter. So, oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Perfekt.
das klappt. Wenn wir genau auf unsere erste Bahn schön fahren, dann nimmt das andere Gras sehr schön weg. Muss ich sagen. Rum um die Kurve. Rum. Sehr schön. Ja, fast mal ein bisschen innen an sich fern. Alter, ist das Feld wackelig. Seht ihr das? Das ist ja mal so richtig. Also das gefällt mir ja gar nicht, wie er da drescht. Das ist sehr komisch. Mal gucken, ob er jetzt wieder runterfällt. Dann mache ich das Feld halt selber. Dann müssen wir doch mal ein Vorgewende mehr oder so machen. Wir gucken es uns gleich nochmal an, wie er gleich reagiert wieder. Und weiter geht's. So. Ja, was gibt's Neues zu sagen? Wir machen jetzt immer so die L17 Folgen so zwischen 15 und 20 Minuten. Ich will sie doch ein bisschen länger machen. Ab und zu machen wir auch mal einen Samstag oder Sonntag Spezial. Das weiß ich nicht. Da lasse ich mich oder euch überraschen. Ja, was gibt's noch? Sonst gibt's eigentlich nichts Neues. Ihr seht, der Hof wächst und gedeiht. Wir machen kontinuierlich weiter. Jetzt wollen wir bald das erste Schweinefutter herstellen. Dann können wir uns schon die ersten Schweine holen. Aber erstmal brauchen wir Schweinefutter, weil ohne Schweinefutter brauchen wir da gar nicht anfangen. Weil wenn wir kein Schweinefutter haben, dann können wir auch die Schweine auch nicht füttern. Das ist dann auch doof. Wir brauchen noch viel getrocknetes Getreide. Das wäre richtig mit vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Schweine wir kaufen können von der Kohle. Dass wir doch vielleicht 60.000 in Schweine investieren, dass wir da richtig groß starten können. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er da runterfährt. Und er fährt wieder voll rein, ne? Er fährt wieder voll rein, der Idiot. So. Also nächstes Mal merken wir uns, wir machen dreimal Vorgewinde. Das müsste dann reichen. Unsere Graswiese haben wir auch schon fast fertig. Das ist auch sehr schön. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auf der Map eine BGA? Glaube ich nur, wenn man sich die Kuhzucht holt, ne? Dass da, wo man Kühe hat, da gibt es, glaube ich, das einzelne Fahrsilo, wenn überhaupt. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Das habe ich noch nicht geguckt, wenn ich ehrlich bin. Weil wir wollten uns ja erstmal nur auf Schweine spezialisieren. Und auf nichts anderes. So, gucken wir mal. Ich muss logisch bestimmt noch zweimal fahren. Einmal. Dann haben wir das Feld auch fertig. Rum. Ja, ich würde noch fast sagen, einmal hoch und einmal fast wieder nur runter. Oh, unser Drescher ist auch gleich voll. Machen wir nochmal kurz, bis er voll ist. 6% hat er noch, er muss auch gleich drehen. So lange können wir das Feld hier noch mähen. So. Ein Grashalm lassen wir stehen, das ist okay. Wenn wir langsam nicht, dann machen wir es. Dämmert schon leicht, ne? Ihr seht es, es wird schon langsam dunkel. Geht ja auch schon Viertel nach 8 ist es ja schon. Man sieht der Himmel, da wird schon ein bisschen dunkler. Da hinten auch. Na, wollen wir mal schon das Licht anmachen. Kriegen wir bestimmt jede Menge Ballen raus. So viele Ballen brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Da können wir auch schön Ballen verkaufen fahren. Mal gucken, was wir da an Kohle rauskriegen. Das Feld gefällt mir gar nicht, dass er so voll in den Weizen reinfährt. Oh, ich sag doch, wir müssen noch einmal hoch und noch einmal runterfahren. Dann haben wir das Feld auch geschafft. Um die Kurve. Das werden wir auf jeden Fall jetzt auch fertig machen, das Feld hier. Da haben wir eine Arbeit erledigt.
Können wir noch kurz in Ansicht fahren. So, gibt's ja dann. Ah, der ist aber auch sehr direkt. Wir müssen dann mal nach der ganzen Erntezeit können wir mal Maschinenpflege wieder machen, mal die ganzen Maschinen mal wieder säubern. Sieht ja schrecklich aus. So. Müssten wir doch noch einmal hoch und runter fahren, haben wir es auch geschafft. So, zack, einmal wenden. Und jetzt geht's an den letzten Streifen. Er ist voll da oben, das ist okay. So. Schafft er alles, der Streifen? Ja, sehr gut. Sehr gut, ein bisschen rüberfahren. Ja, schon wieder rappelvoll, ne? So. Und da sind wir. Wupp, machen wir zurück. Und da sind wir fertig mit dem Feld. Auch fertig mit der Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von LS17 auf der Map Sibasusum. Ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen oder bis nächste Woche. Lasst euch überraschen. Lasst Feedback da, Kommentare. Ich danke euch und tschüss.